Berlin, Anfang November 1932. Es gibt 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland und aus der letzten Reichstagswahl ist Hitler als Führer der stärksten Partei hervorgegangen. Damit wurde aus der langjährigen Wirtschaftskrise endgültig auch eine Staatskrise, der die erste deutsche Republik vielleicht nicht mehr lange standhalten wird. Diese Sorge ist es, die Martin Oppermann veranlasst hat, seine Geschwister zu sich ins Chefkontor zu bitten, um mit ihnen über die Sicherung des von ihm geleiteten Familienunternehmens zu beraten. Dr. Gustav Oppermann, Privatgelehrter und Autor literaturhistorischer Schriften. Er arbeitet zurzeit an einer Biografie Lessings. Professor Dr. Edgar Oppermann, Arzt und Wissenschaftler, Chef der Station für Kehlkopfkrankheiten an einem städtischen Krankenhaus. Sie haben sich in gut 4 Jahren. Clara Oppermann, jüngste der Geschwister, verheiratet mit Jacques Lavendel, der aus dem Osten Europas herkommt und ein international erfolgreicher Geschäftsmann ist. Uns bedroht nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, die unverändert schlecht ist. Uns bedroht auch die politische und die ist womöglich noch schlechter. Am 6. November, einem Sonntag, feiert Dr. Gustav Oppermann im Kreis seiner Familie und Freunde seinen 50. Geburtstag. Dieser 6. ist auch ein Wahlsonntag. Ein neuer Reichstag wird gewählt. Das Ergebnis ist eine Überraschung. Hitler verliert 2 Millionen Stimmen. Martins 17-jähriger Sohn Berthold ist Schüler des als liberal geltenden Königin-Luise-Gymnasiums. Aber seit der Hitler-Anhänger Vogelsang sein neuer Klassenlehrer ist, kann von Liberalität keine Rede mehr sein. Na Jungs, dann wollen wir mal sehen, wie wir miteinander auskommen. Vogelsang hat Berthold ein Referat über Hermann den Kroska aufgenötigt, und zwar mit der Absicht, damit den Widerspruch des Jungen zu wecken. Er sucht Streit, einen Anlass, und als Berthold ihm diesen Anlass nicht bietet, provoziert er ihn. Wenn Ihnen schon selber jeder Funke deutschen Gefühls abgeht, dann verschonen Sie doch wenigstens uns, vaterländisch Fühlende, mit Ihren Kotwürfen. Angesichts des anscheinend unaufhaltsamen Aufstiegs Hitlers hatte Martin Oppermann ursprünglich vorgehabt, dem nicht-jüdischen Möbelhersteller Welz eine Fusion ihrer Firmen vorzuschlagen. Aber nun, nach der Wahlniederlage Hitlers, hält Martin diese Verbindung für vielleicht nicht mehr nötig, glaubt er warten zu können. Enttäuscht bricht Welz die Verhandlung ab. Martin wartet zu lange. Am 30. Januar 1933 ernennt der 85-jährige Reichspräsident von Hindenburg zur Überraschung vieler, nicht nur der Geschwister Oppermann, Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler. Thank you.
nach Jerusalem! Für das erwachende Deutschland! Guten Abend. Für den Führer! Guten Abend, Herr Doktor! Für die Einbahnstraße nach Jerusalem! Für das erwachende Deutschland! Für den Führer! Für die Einbahnstraße nach Jerusalem! Für das erwachende Deutschland! Für den Führer! Für die Einbahnstraße nach Jerusalem! Edgar konnte leider nicht kommen, umso schöner, dass du gekommen bist. Und du hast mich auch dringend dazu aufgefordert. Namen Clara. Sehr gut. Die Kopie ist viel besser als nur zufriedenstellend. Sie ist ausgezeichnet. Oder hast du etwa mir die Kopie angedreht, Martin, und das hier ist das Original? Hm? Ja, das Geschäft geht auch ausgezeichnet, Dr. Obermann. Die Nazis richten sich jetzt groß ein. Wer sich einrichtet, braucht Möbel. Und wer liefert die Möbel für Ihre braunen Häuser? Wir. Apropos Braun. Zwei Irrenärzte begegnen sich. Sagt der eine Heil Hitler, zeigt ihm der anderen Vogel und sagt, heil du ihn. Hitler regiert also. Und das hat sich bisher nicht ganz so abgespielt, wie wir es, wie die meisten es erwartet haben. Anders auch, als die SA sich das gedacht hatte. Wir alle haben damit gerechnet, dass er nach seiner Ernennung die SA auf uns loslässt, aber die Nacht der langen Messe hat nicht stattgefunden. Skeptiker wie Mühlheim sagen, noch nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Hitlers Reden, seit er Kanzler ist, sind gemessen an dem, was er vorher gesagt hat, maßvoll. Es heißt, dass er auch intern einen mäßigenden Einfluss ausübe, dass er sich persönlich an die SA wenden wolle, um ihr weitere Störungen des Geschäftslebens zu untersagen. Einige behaupten sogar, dass der Antisemitismus der Nazis nur ein Propagandatrick war. Sie halten es für möglich, ja wahrscheinlich, dass er jetzt, wo er an der Macht ist, auf antisemitische Ausschreitungen ganz verzichten werde, weil sie wirtschaftlich schädlich wären. Einleuchtend. Genau das höre ich im Club auch. Vorne großes Theater, hinten Geschäft wie immer. Dieser Führer plappert doch nur nach, was andere ihm vorsagen. Er ist fest in der Hand der Großindustrie und wird sich vor Experimenten hüten. Ihre Meinung, Gustav? Die Meinung erfahrener Geschäftsleute. Es ist wahr, er hat noch zu keinem Pogrom aufgerufen. Gegenüber Kommunisten und Sozialisten ist er nicht so zurückhaltend. Ich finde es gefährlich zuzusehen, wie andere verhaftet, verprügelt, totgeschlagen werden. Und uns selbst zu früh, viel zu früh, schon für gerettet zu halten. Aber das tut ja auch keiner. Wir werden auf jeden Fall gut daran tun, uns vorzusehen. Und nun bitte ich Herrn Brieger um seine Meinung. Rundheraus, wie Sie es von mir gewöhnt sind. Es bleibt uns jetzt gar nichts weiter übrig, als alle unsere Geschäfte den deutschen Möbelwerken anzugliedern. Außerdem wird es gut, wenn wir nun endlich mit Wels zu einer Vereinbarung kämen. Ich habe ja schon mal vorgefühlt bei ihm. Seltsamerweise komme ich ja am besten mit dem Gewittergäu aus. Aber wenn die ganze Geschichte einen Sinn haben soll und wenn sie den Sturm überdauern soll, der höchstwahrscheinlich kommen wird, wie Sie wissen, Herr Oppermann, sehe ich da etwas schwärzer als Sie, dann muss die Firma Oppermann noch vor den Wahlen am 5. März erstens nicht mehr so heißen und zweitens zumindest 51% in nichtjüdische Hände überführt worden sein. Und das muss unwiderleglich nachgewiesen werden können, obwohl es faktisch natürlich ganz anders sein soll. Technisch, sagt Professor Mühlheim, lässt sich das machen, aber die notwendigen Transaktionen sind delikat, umständlich und erfordern von beiden Partnern
Verständnis, Entschlusskraft, guten Willen. Drei Eigenschaften, in denen wir stark sind, aber nicht Herr Welz. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, wir müssen beides tun. Die Umwandlung in die Möbelwerke und die Verhandlung mit Welz. Ich denke, dass Herr Brieger da sicher zum Ziel kommt. Wenn Professor Mülheim sich hineinkniet, dann haben wir die deutschen Möbelwerke innerhalb von einer Woche unter Dach und Fach. Was das andere angeht, so weit ist es ja Gott sei Dank noch nicht, dass die Oppermanns einem Herrn Welz nachlaufen müssen. Mein Vorschlag, stellen wir die deutschen Möbelwerke erstmal hin, meine Herren. Dann warten wir ab. Dann soll uns der Bruder ruhig kommen. Und wenn er nicht kommt? Wenn er hört, was sein Führer jeden Abend im Radio von sich gibt? Wenn er es glaubt? Er ist neppig nicht sehr stark im Kopf. Setzen Sie bei den anderen nicht immer zu viel Verstand voraus, meine Herren. Das war bis jetzt immer die falsche Spekulation. Sie müssen mit dem Goy verhandeln. Heute noch. Und seien Sie nicht zu kleinlich. Geben Sie ihm einen großen Happen zu schlucken. Besser ein großer Happen als das Ganze. Ich bin nicht eurer Meinung. Nicht deiner, Martin, nicht ihrer, Herr Brieger, nicht einmal ihrer, Herr Hinze. Und schon gar nicht der ihren, Herr Jacques. Was ist denn passiert? Man hat einem populären Dummkopf ein repräsentatives Amt gegeben, ihn aber zugleich durch vertrauenswürdige und ernstzunehmende Ministerkollegen lahmgelegt. Ich verstehe nicht, warum ihr alle auf einmal die Hosen voll habt. Weil unten drei uniformierte Lausejungs vor der Tür stehen und für ihren Führer die Sammelbüchse schwingen? Weil ein paar tausend andere bewaffnete Lausejungs sich in den Straßen herumlümmeln? Deshalb ist Deutschland noch lange nicht am Ende. Was fürchtet ihr denn? Glaubt ihr etwa, sie werden unseren Kunden verbieten, bei uns zu kaufen? Glaubt ihr etwa, sie werden unsere Läden zumachen? Glaubt ihr etwa, sie werden uns enteignen, weil wir Juden sind? Herrgott, lasst mich doch mit diesen Ammenmärchen in Frieden! Pogrome gibt es nicht mehr in Deutschland. Damit ist es zu Ende. Seit mehr als 100 Jahren, seit 114 Jahren, wenn ihr es genau wissen wollt. Glaubt ihr, dieses ganze Volk von 65 Millionen Menschen hat aufgehört, ein Kulturvolk zu sein, nur weil es ein paar Lumpen und Narren Redefreiheit gegeben hat? Ich glaube es nicht. Ich bin dagegen, dass wir auf die paar Lumpen und Narren Rücksicht nehmen. Ich bin dagegen, dass wir den guten Namen Oppermann aus der Firma streichen. Ich bin dagegen, dass Brieger mit Welz verhandelt. Ich war schon immer dagegen und ich bin es jetzt erst recht. Ich lasse mich nicht anstecken von eurer Panik. Ich mache da nicht mit. Ich verstehe nicht, wie erwachsene Männer diesen faulen Zauber hereinfallen können. Sie glauben immer noch, dass die bessere Einsicht unter diesem Breitengrad siegen wird. Ihr Wort in Gottes Ohr, Gustav. Wenn man in historischen Zusammenhängen denkt, dann haben Sie sicher recht. Der Tag, an dem Hitler wieder verschwinden wird, kommt bestimmt. Aber keiner von uns weiß, ob ihn auch erleben wird. Wirtschaftlich, meine ich. Sie haben dann recht gehabt, Gustav. Aber die Firma Oppermann ist pleite. Großartig, Ihre Zuversicht, Dr. Oppermann. Ich danke Ihnen für Ihre Worte. Wirklich wohltuend, erhebend. Aber als Kaufmann muss ich Ihnen sagen, Zuversicht im Herzen, Vorsicht im Geschäft. Sachte, Gustav, sachte. Es wird sich eine Lösung finden. Es bedarf keiner Lösung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Die bloße Existenz der deutschen Möbelwerke ist schon zu viel Konzession. Dann nehmen Sie doch Vernunft an, Gustav. Lessing ist Lessing und Rockefeller ist Rockefeller. Lessing hätte mit den Methoden Rockefellers keine Bücher geschrieben. Aber Rockefeller hätte mit den Methoden Lessings auch keine Geschäfte gemacht. Schreiben Sie Ihre Bücher über Literatur und Geschichte in der Regerstraße. Aber in der Kertrautenstraße machen Sie Geschäfte. Wenn es Gustav so sehr am Herzen liegt, dass der Name Oppermann erhalten bleibt, dann könnten wir hier das Stammhaus unter dem Namen Oppermann weiterführen und nur die Filialen, allerdings alle,
in den deutschen Möbelwerken zusammenschließen. Und dass Breger weiterhin mit Wels verhandelt, Privatim. Dagegen wird Gustav wohl nichts einzuwenden haben. Mir leid, ich entschuldige mich. Aber nicht dafür, was ich gesagt habe, nur dafür, wie ich es gesagt habe. Das schreiben die doch schon seit Monaten. Können Sie mich damit nicht verschonen, Schwester Helene? Nein. Länger davor die Augen verschließen, Herr Professor. Sie müssen was dagegen tun. Aber selbst Wahus gibt zu, dass mein Verfahren in mehr als 50% von allen Fällen, die anderswo als hoffnungslos aufgegeben worden wären, erfolgreich angewendet wurde. Und dass wir nur 14,3% mit letalem Ausgang haben, weiß doch auch jeder. Ihre Kollegen wissen es. Aber diese Artikel sind nicht für Ihre Kollegen geschrieben, sondern für den aufgehetzten Pöbel. Und der weiß es nicht. Der Pöbel hat jetzt Einfluss auf die Geschicke der Klinik. Sie können das nicht länger anstehen lassen, Herr Professor. Sie müssen klagen. Sofort. Oder wollen Sie warten, bis Professor Lorenz es Ihnen nahelegt? Es ist mir eklig. Menschen, die solche Artikel schreiben und Menschen, die so etwas glauben, gehören in die Irrenanstalt und nicht vor Gericht. Wenn Lorenz es für nötig hält, diesen Dreck zu widerlegen, kann ich ihn nicht daran hindern. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Latrinenreiniger. Das geht aber nicht. Sie können doch hier nicht rauchen. Was geht nicht? Was kann ich nicht? Das wissen Sie sehr gut. Sie dürfen hier nicht rauchen. Wollen Sie mir verbieten? Ich rauche, wann und wo es mir passt, ist das klar? Sie schaden damit nicht nur den anderen Patienten, Sie schaden am meisten sich selbst. Ivo, so ein bisschen Rauch hat noch keinen Menschen geschadet. Wenn Sie unbedingt unvernünftig sein wollen, muss ich den diensttuenden Arzt rufen. Das machen Sie, Mann. Auf den freue ich mich schon lange. Nehmen Sie doch Vernunft an. Machen Sie uns doch nicht solche Schwierigkeiten. Im Interesse aller Patienten hier. Habt ihr das gehört? Ich mache Schwierigkeiten. Ecke. Dabei ist es selber bloß ein Judenbengel und riskiert eine Lippe von wem in Interesse von deutscher Volksgenossen. Geben Sie mir die Zigarre. Nicht anfassen. Was wollt ihr? Der wollte mir anfassen. Ich bin Aria.
Ich lass mal noch von Juden nicht anfassen. Richtig. Komm wieder mal bei mir. Das hier ist ein deutsches Krankenhaus, verstehen Sie? Bravo! Und da haben Juden ja nichts zu sagen. Juden raus! Und euer Professor, der kann mich mal am Arsch lecken. Das können Sie ihm ruhig bestellen. Juden raus! Juden raus! Wir sind hier nicht seine Versuchskaninchen. Steht ja schon in der Zeitung, was sich hier abspielt. Juden raus! Juden raus! Juden raus! Juden raus! Sind Sie verrückt geworden? Was schieben Sie da herum? Machen Sie, dass Sie in Ihre Betten kommen. Sie auch! Stehen Sie auf und verschwinden Sie. Aber gegen ihn habe ich doch ja nicht, Herr Dr. Reimers. Raus! Und war das mit meinen Klamotten? Werden nachgebracht. Raus! Gut, dass der weg ist. Joseph Baul und nicht dahinter. Der Mann ist ein Stänker, Herr Doktor. Der hat an keinen die Detail gelassen. Nicht an lieben J und nicht an Hindenburgen. Stimmt's oder halt recht? Sie wollen also nun doch klagen. Wenn, wie heute geschehen, Kranke über ihre Ärzte, die ihnen geholfen haben, herfallen, wenn sie ihrem eigenen Augenschein, ihrer eigenen Erfahrung weniger vertrauen als einem dummen Hetzartikel, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Professor Warhus hat mir erklärt, er könne die Kandidatur des Dr. Jacobi nicht unterstützen. Das sei endgültig. Geben Sie mir einen Rat, Kollege. Was soll ich machen? Ich kann natürlich darauf bestehen, dass es Jacobi wird. Er wird es dann auch. Ich habe es Ihnen versprochen. Aber dann streichen uns die Arschlöcher die Mittel für Ihr Labor. Geben Sie mir einen Rat. Die Behandlung dieses Falles scheint mir gegeben, Herr Geheimrat. Sie verzichten auf die Kandidatur Jacobi und ich verzichte auf meine Klage gegen die Arschlöcher. Um Ihre Ausdrucksweise zu plagiieren. Halten Sie es nicht für richtiger, Herr Geheimrat, wenn ich hier hinschmeiße, bevor die mich rausschmeißen? Hinschmeißen? Sind Sie narrisch geworden, Oppermann? Machen Sie doch die Augen auf, woran dieses Volk leidet, ist eine akute Erkrankung, keine chronische. Ich verbitte es mir, dass Sie sich für eine chronische erklären. Arschlöcher. Schon gut, schon gut. Alle Politiker sind Arschlöcher. Und ich tue Ihnen den Gefallen nicht. Wenn die glauben, ich tue Ihnen den Gefallen, dann sind Sie geschlenkt. Ich glaube schon, Herr Geheimrat, dass Sie getan haben, was Sie konnten. Sie sind ein guter Kollege. Das weiß ich nicht, Oppermann. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich das nicht. Das ist es ja. Hast du das tatsächlich unterschrieben?
Ja. Hier. Postwendend die Antwort. Mensch, Oppermann, deine literarischen Ambitionen in Ehren, aber hast du jetzt wirklich nichts Besseres zu tun, als Manifeste zu verfassen? Ich habe es nicht verfasst, ich bin nur aufgefordert worden, es mit zu unterzeichnen. Nur erste Namen, wie du vielleicht gütigst bemerkt haben wirst. Und da hast du natürlich nicht widerstehen können. Natürlich hat es für mich etwas bedeutet, von solchen Leuten, unseren Besten, um meine Unterschrift gebeten zu werden. Und was versprichst du dir von diesem Manifest? Glaubst du, dass so eine lahme akademische Geschichte in irgendeinem Ministerialhirn auch nur den geringsten Eindruck macht? Ich muss schon sagen, du bist wirklich naiv. Glaubst du, dass die Wirkung dieses Aufrufs in irgendeinem vernünftigen Verhältnis steht zu dem Preis, den du dafür wirst zahlen müssen? Siehst du denn nicht, was für eine Suppe du dir da eingebrockt hast? Dir und den anderen Oppermanns. Ihr könnt jetzt was erleben in der Nazi-Presse. Die werden nämlich die Einzigen sein, die auf das Zeug reagieren werden. Für deinen Bruder Martin wird es kein Festessen sein, wenn er den Dreck lesen muss. Und für deinen Bruder Edgar erst recht nicht. Man kann dich wirklich keinen Augenblick allein lassen, Oppermann. Jetzt will ich dir mal was sagen, Mülheim. Ich habe mir das neulich in der Gertraudenstraße anhören müssen. Ich muss mir das jetzt wieder von dir anhören. Ich habe es satt! Diese ewige Miesmacherei hängt mir zum Hals heraus. Nur weil ein Verrückter regiert, lasse ich mich noch lange nicht verrückt machen. Von niemandem! Ich lasse es mir nicht verbieten, gegen die jetzige Barbarei zu protestieren. Und für das Deutschland von Lessing und Kant, Einstein und Freud einzutreten. Du bist noch naiver, als ich dachte. Sie drucken auch ein Faksimile des Briefes ab. Der ganze Brief ist echt. Mit unserem Briefkopf und mit Ihrer Unterschrift. Sie haben nur die Adresse und die Summe gefälscht. Es war nicht der Rote, sondern der jüdische Sportverein, dem wir was gespendet haben. Und es waren auch nicht 10.000, es waren nur 1.000 Mark. Ich habe Ihnen hier einen Durchschlag mitgebracht. Das wollen wir was machen? Dementieren? An sich was für den Staatsanwalt. Immerhin eine handfeste Fälschung. Wir könnten Anzeige erstatten. Mülheim rät ab. Ob Wels dahinter steckt? Wie stehen eigentlich Ihre Verhandlungen mit Wels? Hat Herr Lavendel noch nicht mit Ihnen gesprochen? Er hat mich für heute Abend zu sich gebeten, dringlich. Es handele sich um Wichtiges. Dann möchte ich ihm nicht vorgreifen. Nehmen Sie die mit Gänseleberpastete, Martin. Sie sind vorzüglich. Zum Wohl. Prost. Wenn wir genötigt werden, mit klares Geschäftsanteil zu rechnen, wenn wir nicht, Gott sei Dank, auch ohne das leben könnten, dann, ich versichere es Ihnen, würde ich diesen Anteil jetzt zu jedem Preis losschlagen. Wenn es uns in ein paar Tagen bis zur Wahl nicht gelingt, bessere Sicherheiten einzubauen als die zweifelhaften mit den deutschen Möbelwerken, dann sehe ich dich schon beaff voraus. Brieger hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, wie die Verhandlungen mit Wels stehen. Sie werden wahrscheinlich finden, sie stehen schlecht. Ich finde, sie stehen nicht schlecht. Es ist so, dass der Gewittergäu weniger auf die Sache Gewicht legt als auf Äußerlichkeiten. Auf richtige Gäu im Naches. Er hält auf Würde. Heinrich Wels Junior scheint einen Narren an Ihnen gefressen zu haben. Er will nur mit Ihnen verhandeln, nicht mit Brieger. Er will, dass Sie zu ihm kommen. In Ihrem Laden fühlt er sich offenbar nicht sicher genug. Ich glaube nicht, dass ich bei Herrn Wels vorsprechen werde. Ich denke nicht daran! Was bildet dieses Schwein sich ein? Glaubt ihr, ich halte ihm noch extra den Kopf hin, damit er besser draufspucken kann? Hör ja zum Lachen!
Ich denke nicht dran. Mecken Sie sich ruhig aus, Martin. Meckern beruhigt. Aber ich glaube, wenn Sie es beschlafen, werden Sie einsehen, dass Sie nicht drumherum kommen. Ich kann mir auch was Schöneres vorstellen als eine Unterhaltung mit Wels. Aber den Laden zusperren müssen ist schlimmer. Also überschlafen Sie. Und dann gehen Sie hin. Und gehen Sie möglichst bald, am besten morgen. Am besten morgen Vormittag. Alles, was Sie von Wels erreichen können, ist ein Gewinn. Und je eher Sie gehen, umso mehr können Sie erreichen. In dem Deutschland, in dem wir aufgewachsen sind, war Würde nichts Lächerliches. Ich wollte Sie eben nicht kränken, Martin. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass dies nicht mehr das Deutschland Ihrer Jugend ist. Es ist euch lange gut gegangen hier. Ihr seid nichts mehr gewohnt. Ihr werdet umlernen müssen. Go ahead, Martin. Wir müssen mit Wels abschließen. Geben Sie sich einen Stoß. Ja, dann will ich jetzt gehen. Und ich danke auch für den Wein und für die Brötchen und für den Rat. Übrigens, ich würde den Jungen nicht zwingen, Martin. Welchen Jungen? Berthold. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich ihm zuriet, sich zu entschuldigen. Sich zu entschuldigen? Wofür? Was, davon weißt du nichts? Du hast kein Glück gehabt mit deinem Referat, Berthold. Du hattest dich so darauf gefreut. Du hast also in den letzten Wochen auch deine Sorgen gehabt, mein Junge. Und du warst so freundlich, uns mit deinen Sorgen nicht zu behelligen. Aber du hättest ruhig zu mir kommen können. Und zu Mama auch. Es war ein guter Vortrag. Wenn ihr das Manuskript lest, werdet ihr sehen, dass es das Beste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Direktor François wird das bestätigen. Dr. Heinzius hätte das Referat gefallen. Aber jetzt ist Dr. Vogelsang dein Klassenlehrer. Bis zur Versetzung zu Ostern sind es noch 2 Monate. So lange musst du ihn noch aushalten. Du meinst, ich soll Abbitte tun? Widerrufen? Ich meine vorläufig noch gar nichts. Was glaubst du, wird passieren, wenn du dich weigerst? Wahrscheinlich werde ich relegiert werden. Das heißt, auf deutsche Schulen müsstest du dann verzichten. Vermutlich auch auf ein späteres Leben als Akademiker in Deutschland. Du musst einsehen, Berthold, dass ich damit nicht einverstanden sein kann. Ich würde viel auf mich nehmen, wenn ich diese Abbitte nicht leisten müsste. Wir haben jetzt alle manches auf uns zu nehmen. Berthold? Ich glaube, dein Vater meint, dass es ihm gerade in seiner jetzigen Lage angenehmer wäre, wenn du dich überwinden könntest. Macht's mir doch nicht so schwer! Müsst ihr es mir denn alle so schwer machen? Diese Hunde, diese gemeinen, niederträchtigen Hunde! Du solltest es tun, Berthold. Solltest? Solltest, er muss es tun. Ich muss auch Dinge tun, die ich nicht tun möchte! Martin, bitte. Wir wollen jetzt nichts entscheiden. Dein Vater hatte einen schweren Tag und ist sehr müde. Berthold, du sollst nichts tun, was du nicht aus eigenem Willen tust. Niemand will dich zwingen. Ich habe ein Leben lang gebraucht, bis mir aufging, dass Würde manchmal
überzahlt sein kann. Du bist 17, Berthold. Ich sage dir, dass es so ist. Aber ich mute dir nicht zu, es mir zu glauben. Bitte, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Oppermann. Melden Sie mich bitte Herrn Wels. Herr Wels ist beschäftigt. Warten Sie bitte. Hat Herr Wels kein Vorzimmer? Da können Sie nicht warten. Herr Wels lässt bitten. Er hat jetzt Zeit für Sie. Ich habe Sie lange warten lassen, Oppermann. Die Politik. Sie verstehen, Oppermann, dass die Politik jetzt vorgeht. Gewiss, Herr Wels. Ihr Herr Brieger hat mir von Ihrem neuen Angebot berichtet. Mit Ihrem Herrn Brieger kann man besser verhandeln als mit Ihnen, Oppermann. Aber ich habe erlebt, dass sich dann später Missverständnisse herausstellten. Erinnern Sie sich noch an unsere letzte Unterhaltung Anfang November? Ja, Herr Wels. Ich auch. Ganz genau sogar. Der Führer hatte bei den Wahlen einen Rückschlag einstecken müssen und da dachten Sie, Sie könnten mich billig haben. Da wollten Sie plötzlich nicht mehr davon wissen, dass Ihre politischen Bauchschmerzen der Grund gewesen waren, warum Sie mit mir Fühlung aufgenommen hatten.
Da irren Sie sich, Herr Wels. Es muss da ein Missverständnis vorliegen. Ich glaube nicht, dass Herr Brieger eine solche Andeutung gemacht haben könnte. Solche Missverständnisse wird es nicht mehr geben. Darum habe ich Sie mir kommen lassen. Setzen Sie sich bitte. Sie sind sich doch klar darüber, dass der Name Oppermann und alles, was daran erinnert, zu verschwinden hat. Im neuen Deutschland kann es keine Oppermann-Möbel mehr geben. Sie begreifen das. Gewiss, Herr Wels. Ihr Stammhaus in der Gertraudenstraße muss auch verschwinden. Daraus wird eine Filiale. Die Zentrale der deutschen Möbelwerke kommt natürlich hierher in mein Hauptgeschäft. Ich möchte Sie bitten, Herr Wels, das Stammhaus auszunehmen. Herr Brieger hat Ihnen, soviel ich weiß, diesen Wunsch schon vorgetragen. Hat er. Abgelehnt. Ich bitte Sie, Ihre Entscheidung aus zwei Gründen noch einmal zu bedenken. Ich möchte das Haus, an dem mir liegt, lediglich persönlich weiterführen, nicht als Gesellschafter privat, sozusagen. Und eine Konkurrenz für die mächtigen Vereinigten Möbelwerke kann der kleine Laden nicht sein. Allerdings. Das wäre ja der reine Luxus. Und kostspieliger dazu. Um Sie vor Schaden zu bewahren. Abgelehnt. Dann wird ein anderes Argument Sie vielleicht mehr überzeugen. Tja, argumentieren Sie. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass unsere Absicht zu fusionieren in der Branche bekannt wird. Wer redet denn von fusionieren? Schlucken werde ich Sie. Ich nehme an, dass Sie mit dem Einverständnis Ihrer Partei rechnen können. Werden Sie nicht unverschämt, Oppermann. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Klar kann ich. Ich wollte das nicht bezweifeln. Aber wenn ein Oppermann-Geschäft erhalten bleibt, dann kann diese Transaktion auch in den Augen böswilliger nicht als Schiebung oder erzwungene Maßnahme erscheinen. Wird das wieder ein Missverständnis? Bestimmt nicht, Herr Wels. Und für wie lange? 3 Jahre. Ausgeschlossen. Bis zum Ende dieses Jahres und keinen Tag länger. Dann wird liquidiert oder in die deutschen Möbelwerke überführt. Klar, Oppermann? Ja, Herr Wels. Dann ist endgültig Schluss. Wer bei Oppermann kauft, kauft gut und billig. Billig hat gestimmt. Wir werden teurer sein, aber solide. Gewisserwelt. Oppermann. Was? Jetzt? Um 3 Uhr nachts? Was ist denn passiert? Na gut, ich warte auf dich. Der Reichstag brennt. Der Reichstag brennt? Du musst weg, verreisen, über die Grenze. Sofort, gleich morgen. Der Reichstag brennt. Sie behaupten mit eiserner Fresse, die Kommunisten hätten ihn angesteckt, ist natürlich gelogen. Sie haben ihn selber angesteckt. Aber warum? Um die nötige Panikstimmung zu erzeugen, die es ihnen erlaubt, ihre Diktatur zu errichten. Um einen Grund zu haben, die Kommunisten zu verbieten, die Sozis in einem Aufwaschen gleich mitzuerledigen und sich den bürgerlichen Wählern als Retter des Vaterlands zu präsentieren, die endlich Schluss machen mit den Roten. Jetzt werden wir es erleben, warum die SA und SS zur Hilfspolizei gemacht haben. Jetzt machen sie mobil. Ihre Rollkommandos sind schon unterwegs. Sie haben Listen mit Tausenden von Namen. Du glaubst, dass ich auch auf dieser Liste stehe?
Natürlich stehst du drauf mit deinem antibarbarischen Manifest. Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, Mühlheim. So konnte ich dir nicht sagen, dass es mir leid tut. Du hast ja den Mund fusselig geredet, um mich zur Vernunft zu bringen. Und ich habe pathetischen Stuss abgelassen und dich angeschnauzt. Entschuldige. Ach, ich kein Quatsch. Kalt ist es bei dir. Du bist übermüdet. Ich stelle die Heizung höher. Nee, lass mal. Aber einen Cognac kannst du mir geben. Jetzt schlecht weg. Ich bin gerade so gut im Zug mit dem Lessing. Ich komme jeden Tag ein großes Stück vorwärts. Wenn ich das jetzt 2 Wochen liegen lasse, kann ich vielleicht wieder von vorne anfangen. Siehst du nicht vielleicht doch ein bisschen zu schwarz? Andererseits ist inzwischen manches passiert, was ich vor 4 Wochen noch für unmöglich gehalten habe. Einerseits, andererseits, nicht Watte kauen, Oppermann. Die Nazis tun, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben sich vorgenommen, aus allen Gegnern, die in Frage kommen, Hackepeter zu machen. Bekloppt, wie sie sind, glauben sie, du kämst als Gegner in Frage. Da kann ich nur sagen, Türme. Dänemark oder in die Schweiz. Schneeberichte sind nicht günstig, aber sie gehen. Mensch, lass mich dir hier nicht stundenlang Plädoyers in den Bauch reden. Ich hab jetzt allein zu tun, das wird morgen ein langer Tag für mich. Wird vorher gerne noch 3 oder 4 Stunden schlafen. Da sag endlich ja, Oppermann, vorher wirst du mich doch nicht los. Aber du kommst doch mit. Ich bin nicht gefährdet. Wenigstens vorläufig nicht. Ich habe mich nicht exponiert wie du. Und ich bin hier wichtiger als du, deinen Lessing in Ehren. Es werden morgen 15 oder 20 Leute in meinem Büro sitzen. Für die bin ich der letzte Schluck in der Pulle. Zum letzten Mal, wenn du dich nicht einlochen oder totschlagen lassen willst, dann türme. Du wirst lachen, nicht türme. Morgen. Das heißt heute. Heute Abend. Ich verreise heute, Schlüter. Wie lange wollen Sie bleiben, Herr Doktor? 10 bis 14 Tage. Dann packe ich den Smoking und Sportsachen ein. Ja, Schlüter, tun Sie das. Ich nehme auch die Skier mit. Jawohl, Herr Doktor. Ich habe Gutwetter angerufen und ihm gesagt, dass du weg willst wegen des Reichstagsbrands. So hat er gesagt, der Reichstag hat gebrannt. Warum denn? Das dürfte doch mehr was für die Feuerwehr sein, als für unseren Freund Gustav. Er versteht noch weniger von Politik als ich. Die Nation sei im Begriff, aus sich heraus einen großen neuen Typ zu gebären. Ein herrliches Ungeheuer. Er begreift nicht, warum du weg willst. Er würde trotz der zunehmenden Kälte seiner Jahre aus der Ferne herbeieilen, um das Wachsen der Erzinnenhaut dieses Ungeheuers aus der Nähe zu sehen. Hat er wörtlich gesagt. Und was sagst du? Mei, zuerst habe ich deine Vorsicht auch ein bisschen übertrieben gefunden. Entschuldige, aber der Mühlheim wird schon wissen, warum er dich ja so dringend warnt. Kommst du mit? Ich würde gern mitkommen. Schrecklich gern sogar. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst recht zu dir gehöre, bloß... Bloß? Du weißt doch, dass ich jetzt die Chance habe, im Gutwetter zu arbeiten. Das wusste ich bisher nicht. Na, habe ich dir das nicht gesagt? Nein. Naja, 8 bis 10 Tage brauche ich noch. Und wenn du wirklich bloß 2 Wochen bleibst, dann werde ich dich bei deiner Rückkehr, toi, 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 mit was ganz Besonderem überraschen können. Ja, und sollte sich deine Rückkehr verzögern, dann werde ich dir eben nachreisen. Die Arbeit ist dann fertig und ich kann ganz für dich da sein. So,
Und jetzt werde ich mich mit Schlüter beraten, damit er dir auch genug und das Richtige einpackt. Und dann werden wir zusammen Mittagessen. Wann fährt dein Zug? Weiß ich noch nicht. Zeit zu fahren, Herr Dr. Obermann. Schon? Ich komme, Schlüter. Was ist das? Eine Generalvollmacht. Unterschreib bitte. Es kann bei uns jetzt immer allerhand passieren, was rasches Handeln erfordert. Zwei Wochen. Länger bleibe ich bestimmt nicht weg aus Deutschland. Das hoffe ich auch, aber ich bin nicht Hannussen und besser ist besser. Außerdem, auch wenn es 3 Monate dauert oder 3 Jahre, wenn du ein guter Deutscher bist, ist Deutschland immer da, wo du bist. Hast du dich verabschiedet? Ich habe Martin angerufen. Er sagt, er würde am liebsten mitfahren. Aber es gehe jetzt nicht. Welt sei gefährlich. Um das Haus wird sich Schlüter kümmern, auch um die Bibliothek. Das ist alles besprochen. Kommt Zübel nicht? Ich habe nicht gesagt, wann ich fahre. Also dann. Möglichst bald nach Mülheim. Mach möglichst wenig Dummheiten unterwegs, Obermann.
Was für ein entsetzliches Deutsch. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Erst ruinierst du dich und deine Familie mit deiner ewigen Unentschlossenheit. Und dann fällt dir weiter nichts ein, als dass deine Angreifer schlechtes Deutsch schreiben? Hast du vollends den Verstand verloren? Antworte! Frau Mähnchen hat mir den Artikel gebracht. Morgen werden die mir 10 Freundinnen bringen. Es ist aus. Ganz und gar aus. Begreifst du das nicht? Aus dem Amt werden sie dich jagen mit Schimpf und Schande. Die Pension werden sie dir aberkennen. Was dann? Wir haben 12.700 Mark in Papieren, aber die stehen nicht mehr ihre vollen 100. Sie sind nur noch 10.500 Mark wert. Die sind schnell weg. Wovon wollen wir dann leben? Wovon sollen die Kinder dann weiter studieren, wenn man sie überhaupt noch lässt? Etwa davon? Dieser lausige Junge. Morgen stellst du ihn vor die Wahl. Ab mit in aller Form oder von der Schule weggejagt. Wo hab ich nur meine 5 Sinne gehabt, als ich dich geheiratet habe? Mehr als 2 Monate hat jetzt die Anstalt die Schande auf sich sitzen lassen. Es ist genug. Wenn der Schüler Oppermann nicht noch in diesem Monat Abbitte tut, dann werde ich es zu bewirken wissen, dass er von den preußischen Anstalten relegiert wird. Ich begreife nicht, wie Sie, Herr Direktor, so lange haben zögern können. Jetzt ist die Beule aufgebrochen, die ganze Anstalt besudelt. Wollen Sie sich nicht wenigstens setzen, Herr Kollege? Ich muss Sie um eine deutliche, unmissverständliche Antwort bitten, Herr Direktor. Und wie stellen Sie sich die Angelegenheit technisch vor? Soll Oppermann hier in meinem Amtszimmer um Entschuldigung bitten oder vor versammelter Klasse? Weder noch, sondern in der Aula natürlich. Vor allen Schülern und Lehrern. Ich glaube, Herr Direktor, wie die Dinge liegen, tun Sie am besten mir die Bestimmung der Form zu überlassen, in der die Sühnung zu erfolgen hat.
Setzen Sie sich, Oppermann. Ja, es fällt mir nicht leicht, Oppermann, es fällt mir sogar sehr schwer. Aber Sie wissen ja selbst, die Sache hat Kreise gezogen. Ich muss Sie leider vor die Alternative stellen. Vor welche Alternative, Herr Direktor? Ich muss Sie bitten, sich wegen jener Äußerung in Ihrem Referat zu entschuldigen, Sie zu widerrufen. Wenn Sie es nicht tun, muss ich Sie leider von der Anstalt verweisen. Ich sage Ihnen ehrlich, Oppermann, mir wäre lieber, Sie widerriefen. Es wäre mir scheußlich, wenn ich einen meiner Lieblingsschüler relegieren müsste. Meinen liebsten Schüler. Nein, nein, bleiben Sie, Oppermann. Meine eigene Stellung ist gefährdet. Begreifen Sie, Oppermann. Ich habe Frau und Kinder. Wir haben Hebbel gelesen. Gygges und sein Ring. Dr. Heinzius hat uns gesagt, Hebbel hat nur ein einziges Thema. Verletzte Menschenwürde. Laser humanitas. Später habe ich Herodes und Mariamne gelesen. Nicht als Klassenlektüre. Für mich. Mariamne könnte ihr Leben retten, wenn sie spräche. Aber sie spricht nicht. Sie verteidigt sich nicht. Eher beißt sie sich die Zunge ab. Sie stirbt. Aber sie spricht nicht. Dr. Heitzius hat uns deutlich gemacht, was das ist. Laser humanitas. Haben nur Erwachsene humanitas? Glaubt ihr, ihr könnt auf mir rumtrampeln, nur weil ich 17 bin und ihr 50 oder 60? Bin ich ein Dreck? Mariamne ist übrigens Jüdin, Herr Direktor. Bitte, lesen Sie mein Manuskript, Herr Direktor. Was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr genau, aber es war richtig. Ich habe Tacitus gelesen, Mommsen, Dessau, Sieg. Da ist nichts anderes herauszulesen. Von keinem anderen Menschen. Warum tun Sie mir Unrecht, Herr Direktor? Als Sie damals im November Ihr Referat hielten, hatten Sie recht. Seitdem ist manches anders geworden. Von vielem, was damals Wahrheit war, muss ich jetzt sagen, dass es Lüge ist. Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Antworten Sie mir nicht gleich, überlegen Sie sich's. Sagen Sie nichts, es hat Zeit, ist es früh genug, wenn ich Montag die Antwort habe. Nehmen Sie es nicht zu schwer, Oppermann. Und vergessen Sie, was ich Ihnen zuletzt gesagt habe. Es war zweckgefärbt. Sie haben einen großen Vorteil, Oppermann. Ob Sie es tun oder nicht, Sie werden immer recht haben. Nehmen Sie Vernunft an, Ranzo. Seien Sie kein solcher Dickkopf. Dass Sie mit Frese nach wie vor freundschaftlich umgehen, ehrt Sie ja, aber es kann Sie in Teufels Küche bringen. Minister Jarlrat Frese ist ein ausgezeichneter Verwaltungsjurist, den ich durch viele Jahre als fähigen, zuverlässigen und absolut loyalen Beamten schätzen gelernt habe. Aber kein Mensch bezweifelt seine Qualifikation. Danach fragen die doch gar nicht. Für die ist Frese Sozi. Ein eingeschriebenes Mitglied der SPD und Schluss.
Wir engagieren Hitler, rahmen ihn ein, mauern ihn ein. In ein paar Wochen haben wir ihn so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Erinnern Sie sich? Aber wer jetzt quietscht, das sind wir. Nun übertreiben Sie aber, Ranzo. Das Gespräch, das wir gerade führen, beweist, dass ich recht habe. Wir haben uns alle geirrt. Über Hitler und über uns. Ihr Neffe, Herr Ranzo. Berthold? Sie hier? Ich habe ihn gebeten, im Esszimmer zu warten. Hallo, Berthold. Entschuldige, dass ich dir heute keinen Schnaps anbiete, aber ich habe Besuch. Ich weiß. Ich werde dich auch nicht lange aufhalten, Onkel Joachim. Du machst dir Sorgen wegen des Artikels? Direktor François hat mich heute vor die Alternative gestellt. Entweder ich widerrufe oder ich werde von der Anstalt relegiert. Bis Montag muss ich mich entschieden haben. Ich brauche einen vernünftigen Rat. Was würdest du an meiner Stelle tun? Wissen deine Eltern Bescheid? Nein. Zu Papa kann ich damit nicht gehen. Er hat seine eigenen Sorgen. Er meint, der Preis sei zu hoch. Und Mama kann ich nicht zumuten, mir gegen Papa zu raten. Dein Vater hat recht. Du solltest die gewünschte Erklärung abgeben. Ja, schließlich hast du zumindest in der Form Unrecht gehabt. Ich erinnere mich noch genau an das, was du mir gesagt hast, Onkel Joachim. Über den Mythos Hermann. Es war das weitaus Klügste, was mir irgendjemand über Hermann gesagt hat. Ich habe es mir zu eigen gemacht. Genau darauf wollte ich hinaus in meinem Referat. Aber um dahin zu kommen, musste ich doch erst die historischen Tatsachen bringen. Und zwar so klar wie möglich. Ich habe nichts anderes behauptet als die Historiker. Wie kann ich jetzt zugeben, dass ich ein schlechter Deutscher bin, weil ich gesagt habe, was die auch gesagt haben? Mein Gott, Junge! Hast du denn keine anderen Sorgen? Was geht dich schließlich Hermann der Cherusker an? Aber dich geht er an, Onkel Joachim. Du meinst, weil ich jüdisches Blut habe, geht mich Hermann nichts an. Das meinst du doch. Red doch nicht solchen Quatsch. Ich weiß nicht, wie du es anders gemeint haben könntest. Ich meinte genau das, was ich gesagt habe, nicht mehr und nicht weniger. Ich muss mir ernstlich verbitten, Berthold, dass du mir einen solchen Quatsch unterstellst. Du hast sicher recht, Onkel Joachim. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Junge, vielleicht habe ich mich nicht besonders glücklich ausgedrückt. Aber wie du sowas hast heraushören können, ist mir wirklich unbegreiflich. Sei vernünftig, Berthold. Ich hatte dir versprochen, dich nicht lange aufzuhalten. Dein Besuch wartet sicher. Und danke für den Rat. Berthold? Ich habe noch Licht bei dir gesehen. Willst du denn noch nicht schlafen? Morgen ist der Sonntag. Wenn du nicht schlafen kannst, dann nimm in so einem Ausnahmefall ruhig mal eine Schlaftablette. Du weißt ja, wo sie stehen. Hm? Danke, Mama. Ich komme ohne Tabletten aus. Nacht. Gute Nacht. Wir warten noch eine Minute auf Kurt.
Bon. Muss gleich kommen. Aber ihr wisst doch, Herr Berthold. Fahren wir. Von mir aus können wir ruhig noch länger warten. Nee, Franzke. Wollen Sie nicht ans Steuer? Danke, Franzke, nett von Ihnen, aber heute nicht. Fahren wir. Danke. Komisch ist, dass ich mir meine Zugehörigkeit zu Deutschland mit etwas ganz Undeutschem erkaufen soll. Mit Rückgratlosigkeit. Wie meinst du denn das? Wenn ich nicht widerrufe, dann handle ich, wie ein guter Deutscher immer handeln sollte. Bin aber ein schlechter Deutscher. Widerrufe ich, so tue ich, was ein guter Deutscher nie tun sollte. Nämlich aus Angst die Unwahrheit sagen. Bin aber ein guter Deutscher. Das ist ein echter deutscher Quatsch. Hör endlich auf mit diesem Unsinn. Du gehörst doch gar nicht nach Deutschland. Was hält dich hier? Sie wollen dich hier nicht. Warum gehst du nicht dahin, wo du erwartet und gebraucht wirst? Nach Palästina? Ja. Was mich hier hält? Du kennst doch Franzke, unseren Chauffeur. Ja. Franzkes Schwager, nach Franzkes Meinung ein ganz unpolitischer Mensch, war im letzten Herbst Zeuge eines Überfalls von einem Trupp SA auf Sozis oder Kommunisten. So genau, sagt Franzke, hat sein Schwager das nicht einmal gewusst. Dabei war einer der Überfallenen von den Nazis erschossen worden. Und genau das, erzählt Franzke, hat sein Schwager vor Gericht auch ausgesagt. Und dass die Nazis angefangen hätten und nicht, wie sie selbst behaupteten, die anderen. Dafür ist jetzt der Schwager seinerseits von den Nazis überfallen und zusammengeschlagen worden. Franzke hat ihn, bevor er gestorben ist, in der Klinik besucht. Er würde es immer wieder ganz genauso machen, hat er gesagt. Auch wenn er ja nun vorher wüsste, was käme. Man darf das den Hunden nicht durchgehen lassen, hat er gesagt. Wenn alle immer nur das Maul halten, wird das ganze Land verschweint. Nein sagen, nicht mitmachen, ihnen keinen Schritt entgegenkommen, sich auf nichts einlassen, keinen Millimeter nachgeben. Berthold, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe eine Wahrheit gesagt, ich erkläre die Wahrheit für falsch.
Ich habe mir erlaubt, die Berichterstatter unserer Presse zu bitten, an der Sühnestunde teilzunehmen. Ich denke, es ist auch in Ihrem Interesse, Herr Direktor, wenn ein neuer Artikel die Schmach des früheren auslöscht. Bestes haben. Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir. Sie pflücken gern die Taube, doch höhnen sie dich, ungestalte Rebe, dass du schwankend den Boden und wild umirrest. Du Land des hohen, ernsteren Genius, du Land der Liebe, bin ich der deine schon, oft zürnt ich weinend, dass du immer blöde die eigene Seele leugnest. Doch magst du manches Schöne nicht bergen mir. Oft stand ich, überschauend das holde Grün, den weiten Garten, hoch in deine Lüften, auf hellem Gebirg, und sah dich. An deinen Strömen ging ich und dachte dich, indes die Töne schüchtern wie Nachtigall auf schwanker Weide sang, und still auf dämmerndem Grund die Welle weilte. Und an den Ufern sah ich die Städte blühen, die edlen, wo der Fleiß in der Werkstatt schweigt, die Wissenschaft. Das ist die Stelle. Ein Gespräch, das Kohlhaas mit seiner Frau führt, nachdem das Gericht seine Klage gegen den Junker abgewiesen hat. »Warum willst du dein Haus verkaufen?«, rief sie, indem sie mit einer verstörten Gebärde aufstand. Der Rosskamm, in dem er sie sanft an seine Brust drückte, erwiderte, »weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch. Er hat noch gelebt, als wir ihn fanden. Aber ich habe gleich gespürt, dass wir ihn nicht behalten würden. Martin war es, der immer wieder zu den Ärzten sagte, tun Sie etwas, helfen Sie ihm. Ich wusste, dass niemand mehr ihm helfen konnte. Ich bin schuld. Martin hatte seine eigenen Sorgen. Es wäre meine Pflicht gewesen, den Jungen zu bewahren. Martin hat geschrien, geheult, getobt. Bertholds Manuskript gelesen. Immer, immer wieder. Darauf bestanden, verrückterweise, dass es ihm zusammen mit Moltkes Brief in den Sarg gelegt wurde. Dann hat er getrauert, 7 Tage lang. Sich auf den Boden gesetzt, 9 fromme Juden um sich, sich den Anzug eingerissen und das Totengebet gesprochen. Er hat sich verändert. Plötzlich entdecke ich an ihm Eigenschaften, wie Jacques sie hat und die ich an Jacques immer geschätzt habe. Im Geschäft nimmt er jede Demütigung durch Wels ohne Widerspruch hin, kämpft aber um jede Kleinigkeit. Ich liebe ihn. Sehr. Von Bertold sprechen wir nie. Thank you.
Danke, Richard. Ich gehe noch auf einen Sprung ins Labor. Jacobi ist doch da. Ja, Professor, wie Sie. Leider. Mussten Sie denn heute kommen? Das hat mich meine Frau auch schon gefragt. Ja, ich musste. Des Falles 978 wegen Peter Deikes wegen. Der Junge ist 18 Jahre alt, er hat das Leben noch vor sich. Er war aufgegeben, bevor er zu uns kam. Die erste Operation hat nicht zum Ziel geführt. Vielleicht wird die zweite heute auch nicht zum Ziel führen. Aber es gibt keinen anderen Weg, um ihn zu retten. Sie hätten den Fall auch Dr. Reimers überlassen können. Nein, ich habe mehr Erfahrung. Und ich werde das Risiko letalen Ausgangs nicht erhöhen, nur weil die Herren von der SA heute ihren läppischen Boykott veranstalten. Immer noch nicht klar zu erkennen, ob der Fall 978 noch zweites oder schon drittes Stadium ist. Hoffnungslos? Nicht hoffnungslos. Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Halten Sie bitte hier, Franzke. Ich gehe das letzte Stück zu Fuß. Das kann heute gefährlich werden, Herr Oppermann. Ich pass schon auf. Kauft nicht bei Juden! Kauft nicht bei Juden! Kauft nicht bei Juden! Deutsche, wehrt euch! 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 Kauft nicht bei Juden! Das jüdische Geschäft wird boykottiert. Sehen Sie das nicht? Ich bin hier der Chef, wenn Sie gestatten. So. Da sind Sie ja was rechtet. Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! War was Besonderes? Die alte Frau Litzenmeier war da. Sie wollten sie erst nicht reinlassen, aber sie hat gesagt, schon ihre Mutter hätte bei uns gekauft. Und sie hat darauf bestanden, sich das neue Bett für ihr Mädchen gerade heute auszusuchen. Sie hat das Bett gekauft. Als sie wieder rauskam, haben sie ihr die Haare abgeschnitten und ihr einen Stempel aufgedrückt. Ich, Volksverräterin, habe bei Juden gekauft. Ein Stempel? Ja. Sie haben solche Stempel und Stempelkissen immer bei sich. Es sind ordentliche Deutsche, die sich sehr sorgfältig vorbereitet haben. Ist es mit Lischinski? Der Alte hat seinen Mund nicht halten können. Er hat ihnen irgendwas zugerufen, Schweinewandel oder so. Ja, für sowas und weniger sind andere schon in ihre Kasernen verschleppt und halb totgeschlagen worden. Sehen Sie, Herr Oppermann, nun halten wir heute doch mal Schabbes hier in der Gertraudenstraße. Ich hab's Ihnen immer gesagt.
Hören Sie, Herr Professor, es ist vollkommen sinnlos, dass Sie noch länger hier bleiben. Man kann nicht wissen, was Herr Bronnemopp anstellt. Wenn Sie gehen, kriege ich vielleicht noch den kleinen Jacobi raus. Dass der hier ist, ist der reine Selbstmord. Schön, lieber Reiners, jetzt haben Sie den Spruch aufgesagt und jetzt kümmern wir uns weiter um den Fall 978. Herr Littler! Ist der hier namentlich aufgeführte Professor Dr. Oppermann Edgar anwesend? Sind Sie Professor Oppermann? Ja. Mit mir Nummer 14. Sie haben das Krankenhaus sofort zu verlassen. Herr Professor Oppermann hat eben operiert. Es ist wichtig, dass der Patient einige Zeit unter seiner Beobachtung bleibt. Wir haben Befehl, den Mann auf die Straße zu setzen. Wir haben hier die 24 jüdischen Ärzte auszutreiben, auf das Deutschland gereinigt werde. Herr Professor! Schluss! Bitte, Herr Hausherr, was erlauben Sie sich? Was geht hier vor? Nationale Revolution, Herr Professor. Juden raus. Wir haben die 24 Juden hier rauszuschmeißen. Da müssen Sie schon 25 Mann rausschmeißen. Da geht nämlich der alte Lorenz mit. Das können Sie machen, wie Sie wollen, Herr Professor. Wir haben unseren Befehl. Lassen Sie wenigstens Professor Oppermann frei. Ich verbürge mich, dass er das Haus verlässt. Gut, das nehme ich auf meine Kappe. Sie stehen mir dafür ein, Herr Professor, dass der Mann kein Arier mehr anrührt und binnen 20 Minuten aus dem Haus ist. Und jetzt will ich wissen, wer die Schamlosigkeit besessen hat, sich heute von dem Juden Oppermann operieren zu lassen. Jetzt hören Sie aber auf! Sie halten es mal, bis man Sie fragt. Herr Dr. Reimers. Der Patient ist bei Bewusstsein. Aber er hat viel Morphium bekommen. Es ist unmöglich, dass... Den Namen. Ich weiß, wo er liegt. Na also, Nationalsozialist? NS-Studentenbund, Sturmführer. Dann führ uns mal, Kamerad. Du und du, ihr Bede, kommt mit. Heil Hitler! Einer ihrer Lautsprecher war.
Entschuldigen Sie, Oppermann. Sie sind unschuldig, Kollege. Werde ich jetzt auch gehen. Wollen Sie nicht den Kittel ausziehen? Nee. Den behalte ich an. Wie die anderen. Wann hat Wels Sie entlassen? Vor 2 Wochen, Herr Oppermann. Warum sind Sie nicht gleich zu mir gekommen? Sie hatten schon 3 andere von uns eingestellt, die Wels auch entlassen hatte und die noch länger als ich bei Ihnen waren. Und seit wann sind Sie bei uns? Seit 20 Jahren, Herr Oppermann. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Kinder? 2. Ein Mädchen, das 6 ist, und einen 2-jährigen Jungen. Was haben Sie zuletzt gehabt? 298 netto im Monat. Dazu durchschnittlich 50 Mark an Prämien und Prozenten. Sie können bei mir anfangen, Wolfsohn. Aber es wird nicht von langer Dauer sein. Was werden Sie dann machen? Ich weiß nicht. Wohin soll ich? Nach Palästina? Ohne Geld lassen die Engländer da keinen rein. Ich habe 2647 Mark auf der Sparkasse. Bis man hier alles aufgelöst hat und bis man wegkommt, Passgeschichten, Reisegeld, sind es höchstens noch 2000. Sie verlangen 500 Pfund in Palästina. Das ist 5-mal so viel, wie ich habe. Und nach Frankreich. Ich habe eine gute französische Aussprache. Aber das meiste von dem bisschen aus 3 Jahren Realschule habe ich vergessen. Und wenn ich nur Bonjour, Monsieur sagen kann, werden Sie mich in Paris keine Möbel verkaufen lassen. Dann lasse ich den Herrn Leiter der nationalsozialistischen Betriebszelle bitten. Sie haben den Wolfsohn eingestellt. Guten Abend, Hinkel. Was haben Sie gegen Wolfsohn? Dass er Jude ist. Schon der 4. in 2 Wochen. Ich verlange, dass Sie das sofort rückgängig machen. Wenn Sie Leute brauchen, dann stellen Sie Arier ein. Nur amtliche Stellen, steht da, dürfen in die Betriebsleitung eingreifen, aber nicht die Leiter einzelner nationalsozialistischer Organisationen. Sie täuschen sich über Ihre Befugnisse, Hinkel. Erstens haben Sie, wenn ich in Uniform bin, Herr Hinkel zu mir zu sagen. Zweitens ist die Verordnung bloß für das Ausland bestimmt und geht mir nichts an. Drittens werde ich über Ihr Verhalten an geeigneter Stelle berichten. Schön. Aber jetzt sehen Sie zu, Herr Hinkel, dass endlich die Sendung an Seligmann und Co. fertig wird.
Herr Brieger sagte mir, es liege ausschließlich an Ihnen, dass Sie gestern noch nicht abgingen. Die Arbeit für den nationalen Aufstieg geht vor. Heil Hitler! Martin Hoppermann? Ja? Was wollen Sie von uns? Von Ihnen gar nichts, meine Dame. Sie ziehen sich an und kommen mit. Sie haben sich Anordnungen der Regierung widersetzt, Oppermann. Nicht, dass ich wüsste. Klasse runter! In diesen Zeiten ist Widerstand gegen die Anordnung des Führers Landesverrat. Ich habe mich den Anordnungen meines Packers Hinkel widersetzt, von dem ja nicht bekannt ist, dass ihm irgendeine amtliche Funktion zugewiesen worden ist. Schreib. Hoppermann macht Ausflüchte und leugnet. Ich da ran an der Wand! Dichter! Der feine Pinkel da! Der Saujud! Noch dichter! Hut, Mantel. Weshalb bist du denn hier? Weiß ich nicht. Jacke. Ich weiß nicht, weshalb du hier bist. Name? Oppermann. Vorname? Martin. Hosentasche leer machen. Schlips, Hosendreher, Schnürsenkel. Und
kein Draht, so will ich das Ding. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst willen. Es ist der schwerste Entschluss meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe gewartet, weil ich glaubte, dass es sein muss. Ich habe ihn gewagt. Wache Sturm 44, Einsatz Amann Krüger, Herr Littl. Dass nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Jawohl, Sturm. Dann spielt man Esser. Ja, ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute uns ungerecht beurteilt und wenn Millionen uns verblumen, einmal ist schuldig geworden, dass sie doch hinter uns marschieren werden, dass sie einsehen werden. Wir haben wirklich nur das Beste gewollt. Da könnt ihr was lernen. Millionen fluchen uns. Aber die Stunde wird kommen. Und damit es nicht so lange dauert, bis er kommt, seid ihr hier bei uns zur Nachhilfe. Damit er den Weg ins Dritte Reich ein bisschen schneller findet. Ja? Fangt mal hier nicht an zu meckern. Ne? Und bei der nächsten Geschichte wisst ihr Bescheid. Da wird also nicht lange gefackelt. Wenn die Schnauze aufreißt, dann gibt's gleich einen drüber, da wird nicht lange erzählt. Wo ist er drauf? Stillgestanden! Hab ich was von Rühren gesagt? Stillgestanden! Knie durchgedrückt! Brust raus, Bauch rein und die Hände an der Hosennaht. Kapiert? Nicht mal in Ruhe essen, das sind die Judensau da. Wachersturm 44-1, Scharführer Ernst Hitler. Herr Rotsturmführer, verstanden, Heil Hitler, Ende. Ist hier einer, der Oppermann heißt? Ja. Wir haben Besuch. Mitkommen. Ich habe mir für Sie eingesetzt, Herr Oppermann. Schließlich waren wir einige Jahre zusammen. Ich glaube, es ist besser, Sie geben nach. Unterschreiben Sie, dass Sie sich den Anordnungen der nationalsozialistischen Betriebszelle fühlen und die vier Juden entlassen. Und Sie sind frei. Sie meinen es wahrscheinlich gut, Herr Hinkel. Aber hier verhandle ich nicht mit Ihnen. Über geschäftliche Dinge verhandle ich nur in der Gertraudenstraße. Wie Sie wollen. Bitte.
Haben Sie sich's überlegt, Obermann? Ja. Dann unterschreiben Sie. Jetzt das noch. Ihre Erklärung, ob Sie gut behandelt worden sind bei uns. Sie sind doch gut behandelt worden. Ja. Dann noch 2 Mark für Unterkunft und Verpflegung. Ist noch was? Grüßen Sie Herrn Wels.
Verhandlung mit Wels. Hat Herr Lavendel noch nicht mit Ihnen gesprochen? Er hat mich für heute Abend zu sich gebeten, dringlich. Es handele sich um Wichtiges. Dann möchte ich ihm nicht vorgreifen. Nehmen Sie die mit Gänseleberpastete, Martin, sind vorzüglich. Zum Wohl. Prost. Wenn wir genötigt werden, mit klares Geschäftsanteil zu rechnen, wenn wir nicht, Gott sei Dank, auch ohne das leben könnten, dann, ich versichere es Ihnen, würde ich diesen Anteil jetzt zu jedem Preis losschlagen. Wenn es uns in ein paar Tagen bis zur Wahl nicht gelingt, bessere Sicherheiten einzubauen als die zweifelhaften mit den deutschen Möbelwerken, dann sehe ich die Schuppe auf voraus. Brieger hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, wie die Verhandlungen mit Wels stehen. Sie werden wahrscheinlich finden, sie stehen schlecht. Ich finde, sie stehen nicht schlecht. Es ist so, dass der Gewittergäu weniger auf die Sache Gewicht legt als auf Äußerlichkeiten. Auf richtige Gäu im Naches. Er hält auf Würde. Heinrich Wels Junior scheint einen Narren an Ihnen gefressen zu haben. Er will nur mit Ihnen verhandeln, nicht mit Brieger. Er will, dass Sie zu ihm kommen. In Ihrem Laden fühlt er sich offenbar nicht sicher genug. Ich glaube nicht, dass ich bei Herrn Wels vorsprechen werde. Ich denke nicht daran! Was bildet dieses Schwein sich ein? Glaubt ihr, ich halte ihm noch extra den Kopf hin, damit er besser draufspucken kann? Hör ja zum Lachen! Ich denke nicht dran. Meckern Sie sich ruhig aus, Martin. Meckern beruhigt. Aber ich glaube, wenn Sie es beschlafen, werden Sie einsehen, dass Sie nicht drumherum kommen. Ich kann mir auch was Schöneres vorstellen als eine Unterhaltung mit Wels. Aber den Laden zusperren müssen ist schlimmer. Also überschlafen Sie. Und dann gehen Sie hin. Und gehen Sie möglichst bald, am besten morgen. Am besten morgen Vormittag. Alles, was Sie von Wels erreichen können, ist ein Gewinn. Und je eher Sie gehen, umso mehr können Sie erreichen. In dem Deutschland, in dem wir aufgewachsen sind, war Würde nichts Lächerliches. Ich wollte Sie eben nicht kränken, Martin. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass dies nicht mehr das Deutschland Ihrer Jugend ist. Es ist euch lange gut gegangen hier. Ihr seid nichts mehr gewohnt. Ihr werdet umlernen müssen. Go ahead, Martin. Wir müssen mit Wels abschließen. Geben Sie sich einen Stoß. Ja, dann werde ich jetzt gehen. Und ich danke auch für den Wein und für die Brötchen und für den Rat. Oh, danke. Übrigens, ich würde den Jungen nicht zwingen, Martin. Welchen Jungen? Berthold. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich ihm zuriet, sich zu entschuldigen. Sich zu entschuldigen? Wofür? Was davon weißt du nichts? Du hast kein Glück gehabt mit deinem Referat, Berthold. Du hattest dich so darauf gefreut.
Du hast also in den letzten Wochen auch deine Sorgen gehabt, mein Junge. Und du warst zu freundlich, uns mit deinen Sorgen nicht zu behelligen. Aber du hättest ruhig zu mir kommen können. Und zu Mama auch. Es war ein guter Vortrag. Wenn ihr das Manuskript lest, werdet ihr sehen, dass es das Beste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Direktor François wird das bestätigen. Dr. Heinzius hätte das Referat gefallen. Aber jetzt ist Dr. Vogelsang dein Klassenlehrer. Bis zur Versetzung zu Ostern sind es noch 2 Monate. So lange musst du ihn noch aushalten. Du meinst, ich soll Abbitte tun? Widerrufen? Ich meine vorläufig noch gar nichts. Was glaubst du, wird passieren, wenn du dich weigerst? Wahrscheinlich werde ich relegiert werden. Das heißt, auf deutsche Schulen müsstest du dann verzichten. Vermutlich auch auf ein späteres Leben als Akademiker in Deutschland. Du musst einsehen, Berthold, dass ich damit nicht einverstanden sein kann. Ich würde viel auf mich nehmen, wenn ich diese Abbitte nicht leisten müsste. Wir haben jetzt alle manches auf uns zu nehmen. Berthold, ich glaube, dein Vater meint, dass es ihm gerade in seiner jetzigen Lage angenehmer wäre, wenn du dich überwinden könntest. Macht's mir doch nicht so schwer! Müsst ihr es mir denn alle so schwer machen? Diese Hunde, diese gemeinen, niederträchtigen Hunde! Du solltest es tun, Berthold. Solltest, er muss es tun. Ich muss auch Dinge tun, die ich nicht tun möchte. Martin, bitte. Wir wollen jetzt nichts entscheiden. Dein Vater hatte einen schweren Tag und ist sehr müde. Berthold, du sollst nichts tun, was du nicht aus eigenem Willen tust. Niemand will dich zwingen. Ich habe ein Leben lang gebraucht, bis mir aufging, dass Würde manchmal überzahlt sein kann. Du bist 17, Berthold. Ich sage dir, dass es so ist. Aber ich mute dir nicht zu, es mir zu glauben. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Oppermann. Melden Sie mich bitte Herrn Welz. Herr Welz ist beschäftigt. Warten Sie bitte. Hat Herr Welz kein Vorzimmer? Da können Sie nicht warten. Thank you.
Herr Welzlers bitten. Er hat jetzt Zeit für Sie. Ich habe Sie lange warten lassen, Obermann. Die Politik. Sie verstehen, Obermann, dass die Politik jetzt vorgeht. Gewiss, Herr Welzler. Ihr Herr Brieger hat mir von Ihrem neuen Angebot berichtet. Mit Ihrem Herrn Brieger kann man besser verhandeln als mit Ihnen, Obermann. Aber ich habe erlebt, dass sich dann später Missverständnisse herausstellten. Erinnern Sie sich noch an unsere letzte Unterhaltung Anfang November? Ja, Herr Welzler. Ich auch. Ganz genau sogar. Der Führer hatte bei den Wahlen einen Rückschlag einstecken müssen und da dachten Sie, Sie könnten mich billig haben. Da wollten Sie plötzlich nicht mehr davon wissen, dass Ihre politischen Bauchschmerzen der Grund gewesen waren, warum Sie mit mir Fühlung aufgenommen hatten. Da irren Sie sich, Herr Welz. Es musste ein Missverständnis vorliegen. Ich glaube nicht, dass Herr Brieger eine solche Andeutung gemacht haben könnte. Solche Missverständnisse wird es nicht mehr geben. Darum habe ich sie mir kommen lassen. Setzen Sie sich bitte. Sie sind sich doch klar darüber, dass der Name Oppermann und alles, was daran erinnert, zu verschwinden hat. Im neuen Deutschland kann es keine Oppermann-Möbel mehr geben. Sie begreifen das. Gewiss, Herr Wels. Ihr Stammhaus in der Gertraudenstraße muss auch verschwinden. Daraus wird eine Filiale. Die Zentrale der deutschen Möbelwerke kommt natürlich hierher in mein Hauptgeschäft. Ich möchte Sie bitten, Herr Wels, das Stammhaus auszunehmen. Herr Brieger hat Ihnen, soviel ich weiß, diesen Wunsch schon vorgetragen. Hat er. Abgelehnt. Ich bitte Sie, Ihre Entscheidung aus zwei Gründen noch einmal zu bedenken. Ich möchte das Haus, an dem mir liegt, lediglich persönlich weiterführen, nicht als Gesellschafter privat, sozusagen. Und eine Konkurrenz für die mächtigen Vereinigten Möbelwerke kann der kleine Laden nicht sein. Allerdings. Das wäre ja der reine Luxus. Und kostspieliger dazu. Um Sie vor Schaden zu bewahren. Abgelehnt. Dann wird ein anderes Argument Sie vielleicht mehr überzeugen. Tja, argumentieren Sie. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass unsere Absicht zu fusionieren in der Branche bekannt wird. Wer redet denn von fusionieren? Schlucken werde ich Sie. Ich nehme an, dass Sie mit dem Einverständnis Ihrer Partei rechnen können. Werden Sie nicht unverschämt, Oppermann. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Klar kann ich. Ich wollte das nicht bezweifeln. Aber wenn ein Oppermann-Geschäft erhalten bleibt, dann kann diese Transaktion auch in den Augen Böswilliger nicht als Schiebung oder erzwungene Maßnahme erscheinen. Wird das wieder ein Missverständnis? Bestimmt nicht, Herr Welz. Und für wie lange? 3 Jahre. Ausgeschlossen. Bis zum Ende dieses Jahres und keinen Tag länger. Dann wird liquidiert oder in die deutschen Möbelwerke überführt. Klar, Obermann? Ja, Herr Welz. Dann ist endgültig Schluss. Wer bei Oppermann kauft, kauft gut und billig. Billig hat gestimmt. Wir werden teurer sein, aber solide. Gewiss, Herr Welz. Obermann. Was? Jetzt? Um 3 Uhr nachts? Was
ist denn passiert? Na gut, ich warte auf dich. Der Reichstag brennt. Der Reichstag brennt? Du musst weg, verreisen, über die Grenze. Sofort, gleich morgen. Der Reichstag brennt. Sie behaupten mit eiserner Fresse, die Kommunisten hätten ihn angesteckt. Das ist natürlich gelogen. Sie haben ihn selber angesteckt. Aber warum? Um die nötige Panikstimmung zu erzeugen, die es ihnen erlaubt, ihre Diktatur zu errichten. Um einen Grund zu haben, die Kommunisten zu verbieten, die Sozis in einem Aufwaschen gleich mitzuerledigen und sich den bürgerlichen Wählern als Retter des Vaterlands zu präsentieren, die endlich Schluss machen mit den Roten. Jetzt werden wir es erleben, warum die SA und SS zur Hilfspolizei gemacht haben. Das machen sie mobil. Ihre Rollkommandos sind schon unterwegs. Sie haben Listen mit Tausenden von Namen. Du glaubst, dass ich auch auf dieser Liste stehe? Natürlich stehst du drauf, mit deinem antibarbarischen Manifest. Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, Mühlheim. So konnte ich dir nicht sagen, dass es mir leid tut. Du hast dir den Mund fusselig geredet, um mich zur Vernunft zu bringen. Und ich habe pathetischen Stuss abgelassen und dich angeschnauzt. Entschuldige. Ach, ist kein Quatsch. Kalt ist es bei dir. Du bist übermüdet. Ich stelle die Heizung höher. Nee, lass mal. Aber einen Cognac kannst du mir geben. Schlecht weg. Ich bin gerade so gut im Zug mit dem Lessing. Ich komme jeden Tag ein großes Stück vorwärts. Wenn ich das jetzt 2 Wochen liegen lasse, kann ich vielleicht wieder von vorne anfangen. Siehst du nicht vielleicht doch ein bisschen zu schwarz? Andererseits ist inzwischen manches passiert, was ich vor 4 Wochen noch für unmöglich gehalten habe. Einerseits, andererseits nicht Watte kauen, Oppermann. Die Nazis tun, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben sich vorgenommen, aus allen Gegnern, die in Frage kommen, Hackepeter zu machen. Bekloppt, wie sie sind, glauben sie, du kämst als Gegner in Frage. Da kann ich nur sagen, Türme. Dänemark oder in die Schweiz. Schneeberichte sind nicht günstig, aber sie gehen. Mensch, lass mich dir hier nicht stundenlang Plädoyers in den Bauch reden. Ich hab jetzt allein zu tun, das wird morgen ein langer Tag für mich. Wird vorher gerne noch 3 oder 4 Stunden schlafen. Da sag endlich ja, Oppermann, vorher wirst du mich doch nicht los. Aber du kommst doch mit. Ich bin nicht gefährdet. Wenigstens vorläufig nicht. Ich habe mich nicht exponiert wie du. Und ich bin hier wichtiger als du, deinen Lessingen Ehren. Es werden morgen 15 oder 20 Leute in meinem Büro sitzen. Für die bin ich der letzte Schluck in der Pulle. Letzten Mal, wenn du dich nicht einlochen oder totschlagen lassen willst, dann Türme. Du wirst lachen, nicht Türme. Morgen. Das heißt heute. Heute Abend. Ich verreise heute, Schlüter. Wie lange wollen Sie bleiben, Herr Doktor? 10 bis 14 Tage. Dann packe ich den Smoking und Sportsachen ein. Ja, bitte, tun Sie das. Ich nehme auch die Skier mit. Jawohl, Herr Doktor. Ich habe Gutwetter angerufen und ihm gesagt, dass du weg willst, wegen des Reichstagsbrands. So hat er gesagt, der Reichstag hat gebrannt. Warum denn? Das dürfte doch mehr was für die Feuerwehr sein, als für unseren Freund Gustav. Er versteht noch weniger von Politik als ich. Die Nation sei im Begriff, aus sich heraus einen großen neuen Typ zu gebären. Ein herrliches Ungeheuer.
Er begreift nicht, warum du weg willst. Er würde trotz der zunehmenden Kälte seiner Jahre aus der Ferne herbeieilen, um das Wachsen der Erzinnenhaut dieses Ungeheuers aus der Nähe zu sehen. Hat er wörtlich gesagt. Und was sagst du? Mei, zuerst habe ich deine Vorsicht auch ein bisschen übertrieben gefunden. Entschuldige, aber der Mülheim wird schon wissen, warum er dich ja so dringend warnt. Kommst du mit? Ich würde gern mitkommen. Schrecklich gern sogar. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst recht zu dir gehöre, bloß... Bloß? Du weißt doch, dass ich jetzt die Chance habe, mit dem Gutwetter zu arbeiten. Das wusste ich bisher nicht. Na, habe ich dir das nicht gesagt? Nein. Naja, 8 bis 10 Tage brauche ich noch. Und wenn du wirklich bloß 2 Wochen bleibst, dann werde ich dich bei deiner Rückkehr, toi, 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 mit was ganz Besonderem überraschen können. Ja, und sollte sich deine Rückkehr verzögern, dann werde ich dir eben nachreisen. Die Arbeit ist dann fertig und ich kann ganz für dich da sein. So, und jetzt werde ich mich mit Schlüter beraten, damit er dir auch genug und das Richtige einpackt. Und dann werden wir zusammen Mittagessen. Wann fährt dein Zug? Weiß ich noch nicht. Zeit zu fahren, Herr Dr. Obermann. Schon? Ich komme, Schlüter. Was ist das? Eine Generalvollmacht. Unterschreib bitte. Es kann bei uns jetzt immer allerhand passieren, was rasches Handeln erfordert. Bleibe ich bestimmt nicht weg aus Deutschland. Das hoffe ich auch, aber ich bin nicht Hannussen und besser ist besser. Außerdem, auch wenn es 3 Monate dauert oder 3 Jahre, wenn du ein guter Deutscher bist, ist Deutschland immer da, wo du bist. Hast du dich verabschiedet? Ich habe Martin angerufen. Er sagt, er würde am liebsten mitfahren. Was gehe jetzt nicht? Wels sei gefährlich. Das Haus wird sich Schlüter kümmern, auch um die Bibliothek. Das ist alles besprochen. Kommt Zübel nicht? Ich habe ihr nicht gesagt, wann ich fahre.
Also dann. Möglichst bald nach Mülheim. Mach möglichst wenig Dummheiten unterwegs, Obermann.
Was für ein entsetzliches Deutsch. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Erst ruinierst du dich und deine Familie mit deiner ewigen Unentschlossenheit. Und dann fällt dir weiter nichts ein, als dass deine Angreifer schlechtes Deutsch schreiben? Hast du vollends den Verstand verloren? Antworte! Frau Mähnchen hat mir den Artikel gebracht. Morgen werden die mir 10 Freundinnen bringen. Es ist aus. Ganz und gar aus. Begreifst du das nicht? Aus dem Amt werden sie dich jagen mit Schimpf und Schande. Die Pension werden sie dir aberkennen. Was dann? Wir haben 12.700 Mark in Papieren, aber die stehen nicht mehr ihre vollen 100. Sie sind nur noch 10.500 Mark wert. Die sind schnell weg. Wovon wollen wir dann leben? Wovon sollen die Kinder dann weiter studieren, wenn man sie überhaupt noch lässt? Etwa davon? Dieser lause Jung! Morgen stellst du ihn vor die Wahl. Abbitte in aller Form oder von der Schule weggejagt. Wo hab ich nur meine 5 Sinne gehabt, als ich dich geheiratet habe? Mehr als 2 Monate hat jetzt die Anstalt die Schande auf sich sitzen lassen. Es ist genug. Wenn der Schüler Oppermann nicht noch in diesem Monat Abbitte tut, dann werde ich es zu bewirken wissen, dass er von den preußischen Anstalten relegiert wird. Ich begreife nicht, wie Sie, Herr Direktor, so lange haben zögern können. Jetzt ist die Beule aufgebrochen, die ganze Anstalt besudelt. Wollen Sie sich nicht wenigstens setzen, Herr Kollege? Ich muss ihm eine deutliche, unmissverständliche Antwort bitten, Herr Direktor. Und wie stellen Sie sich die Angelegenheit technisch vor? Soll Oppermann hier in meinem Amtszimmer um Entschuldigung bitten oder vor versammelter Klasse? Weder noch, sondern in der Aula natürlich. Vor allen Schülern und Lehrern. Ich glaube, Herr Direktor, wie die Dinge liegen, tun Sie am besten mir die Bestimmung der Form zu überlassen, in der die Sühnung zu erfolgen hat. Setzen Sie sich, Oppermann. Ja, es fällt mir nicht leicht, Oppermann. Es fällt mir sogar sehr schwer. Aber Sie wissen ja selbst, die Sache hat Kreise gezogen. Ich muss Sie leider vor die Alternative stellen. Vor welche Alternative, Herr Direktor? Ich muss Sie bitten, sich wegen jener Äußerung in Ihrem Referat zu entschuldigen, Sie zu widerrufen. Wenn Sie es nicht tun, muss ich Sie leider von der Anstalt verweisen. Ich sage Ihnen ehrlich, Oppermann, mir wäre lieber, Sie widerriefen. Es wäre mir scheußlich, wenn ich einen meiner Lieblingsschüler relegieren müsste.
meinen liebsten Schüler. Nein, nein, bleiben Sie, Oppermann. Meine eigene Stellung ist gefährdet. Begreifen Sie, Oppermann. Ich habe Frau und Kinder. Wir haben Hebbel gelesen. Gygges und sein Ring. Dr. Heinzius hat uns gesagt, Hebbel hat nur ein einziges Thema. Verletzte Menschenwürde. Lesa humanitas. Später habe ich Herodes und Mariamne gelesen. Nicht als Klassenlektüre. Für mich. Mariamne könnte ihr Leben retten, wenn sie spräche. Aber sie spricht nicht. Sie verteidigt sich nicht. Eher beißt sie sich die Zunge ab. Sie stirbt. Aber sie spricht nicht. Dr. Heitzius hat uns deutlich gemacht, was das ist. Laser humanitas. Haben nur Erwachsene humanitas? Glaubt ihr, ihr könnt auf mir rumtrampeln, nur weil ich 17 bin und ihr 50 oder 60? Bin ich ein Dreck? Mariamne ist übrigens Jüdin, Herr Direktor. Bitte, lesen Sie mein Manuskript, Herr Direktor. Was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr genau, aber es war richtig. Ich habe Tacitus gelesen, Mommsen, Dessau, Sieg. Da ist nichts anderes herauszulesen. Von keinem anderen Menschen. Warum tun Sie mir Unrecht, Herr Direktor? Als Sie damals im November Ihr Referat hielten, hatten Sie recht. Seitdem ist manches anders geworden. Von vielem, was damals Wahrheit war, muss ich jetzt sagen, dass es Lüge ist. Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Antworten Sie mir nicht gleich, überlegen Sie sich's. Sagen Sie nichts, es hat Zeit, ist es früh genug, wenn ich Montag die Antwort habe. Nehmen Sie es nicht zu schwer, Oppermann. Und vergessen Sie, was ich Ihnen zuletzt gesagt habe, es war zweckgefärbt. Sie haben einen großen Vorteil, Oppermann. Ob Sie es tun oder nicht, Sie werden immer recht haben. Nehmen Sie Vernunft an, Ranzo. Seien Sie kein solcher Dickkopf. Dass Sie mit Frese nach wie vor freundschaftlich umgehen, ehrt Sie ja, aber es kann Sie in Teufels Küche bringen. Minister Jarlrat Frese ist ein ausgezeichneter Verwaltungsjurist, den ich durch viele Jahre als fähigen, zuverlässigen und absolut loyalen Beamten schätzen gelernt habe. Aber kein Mensch bezweifelt seine Qualifikation. Danach fragen die doch gar nicht. Für die ist Frese Sozi. Ein eingeschriebenes Mitglied der SPD und Schluss. Wir engagieren Hitler, rahmen ihn ein, mauern ihn ein. In ein paar Wochen haben wir ihn so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Erinnern Sie sich? Aber wer jetzt quietscht, das sind wir. Nun übertreiben Sie aber, Ranzo. Das Gespräch, das wir gerade führen, beweist, dass ich recht habe. Wir haben uns alle geirrt. Über Hitler und über uns. Ihr Neffe, Herr Ranzo. Berthold? Sie hier? Ich habe ihn gebeten, im Esszimmer zu warten. Hallo, Berthold. Entschuldige, dass ich dir heute keinen Schnaps anbiete, aber ich habe Besuch. Ich weiß. Ich werde dich auch nicht lange aufhalten, Onkel Joachim. Du machst dir Sorgen wegen des Artikels? Direktor François hat mich heute vor die Alternative gestellt. Entweder ich widerrufe oder ich werde von der Anstalt relegiert. Bis Montag muss ich mich entschieden haben. Ich brauche einen vernünftigen Rat. Was würdest du an meiner Stelle tun? Wissen deine Eltern Bescheid? Nein. Zu Papa kann ich damit nicht gehen. Er hat seine eigenen Sorgen.
Er meint, der Preis sei zu hoch. Und Mama kann ich nicht zumuten, mir gegen Papa zu raten. Dein Vater hat recht. Du solltest die gewünschte Erklärung abgeben. Ja, schließlich hast du zumindest in der Form Unrecht gehabt. Ich erinnere mich noch genau an das, was du mir gesagt hast, Onkel Joachim. Über den Mythos Hermann. Es war das weitaus Klügste, was mir irgendjemand über Hermann gesagt hat. Ich habe es mir zu eigen gemacht. Genau darauf wollte ich hinaus in meinem Referat. Aber um dahin zu kommen, muss ich doch erst die historischen Tatsachen bringen. Und zwar so klar wie möglich. Ich habe nichts anderes behauptet als die Historiker. Wie kann ich jetzt zugeben, dass ich ein schlechter Deutscher bin, weil ich gesagt habe, was die auch gesagt haben? Mein Gott, Junge! Hast du denn keine anderen Sorgen? Was geht dich schließlich Hermann der Cherusker an? Aber dich geht er an, Onkel Joachim. Du meinst, weil ich jüdisches Blut habe, geht mich Hermann nichts an. Das meinst du doch. Red doch nicht solchen Quatsch. Ich weiß nicht, wie du es anders gemeint haben könntest. Ich meinte genau das, was ich gesagt habe, nicht mehr und nicht weniger. Ich muss mir ernstlich verbitten, Berthold, dass du mir einen solchen Quatsch unterstellst. Du hast sicher recht, Onkel Joachim. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Junge. Vielleicht habe ich mich nicht besonders glücklich ausgedrückt. Aber wie du sowas hast heraushören können, ist mir wirklich unbegreiflich. Sei vernünftig, Berthold. Ich hatte dir versprochen, dich nicht lange aufzuhalten. Dein Besuch wartet sicher. Und danke für den Rat. Berthold? Ich habe noch Licht bei dir gesehen. Willst du denn noch nicht schlafen? Morgen ist der Sonntag. Wenn du nicht schlafen kannst, dann nimm in so einem Ausnahmefall ruhig mal eine Schlaftablette. Du weißt ja, wo sie stehen. Hm? Danke, Mama. Ich komme ohne Tabletten aus. Nacht. Gute Nacht. Wir warten noch eine Minute auf Kurt. Bon. Muss gleich kommen. Aber ihr wisst doch, Herr Berthold. Fahren wir. Von mir aus können wir ruhig noch länger warten. Nee, Franzke. Wollen Sie nicht ans Steuer? Danke, Franzke, nett von Ihnen, aber heute nicht. Fahren wir. Danke. Komisch ist, dass ich mir meine Zugehörigkeit zu Deutschland mit etwas ganz Undeutschem erkaufen soll. Mit Rückgratlosigkeit. Wie meinst du das? Wenn ich nicht widerrufe, dann handle ich, wie ein guter Deutscher immer handeln sollte.
bin aber ein schlechter Deutscher. Widerrufe ich, so tue ich, was ein guter Deutscher nie tun sollte. Nämlich aus Angst die Unwahrheit sagen. Bin aber ein guter Deutscher. Das ist ein echter deutscher Quatsch. Hör endlich auf mit diesem Unsinn. Du gehörst doch gar nicht nach Deutschland. Was hält dich hier? Sie wollen dich hier nicht. Warum gehst du nicht dahin, wo du erwartet und gebraucht wirst? Nach Palästina? Ja. Was mich hier hält. Du kennst doch Franzke, unseren Chauffeur. Ja. Franzkes Schwager, nach Franzkes Meinung ein ganz unpolitischer Mensch, war im letzten Herbst Zeuge eines Überfalls von einem Trupp SA auf Sozis oder Kommunisten. So genau, sagt Franzke, hat sein Schwager das nicht einmal gewusst. Dabei war einer der Überfallenen von den Nazis erschossen worden. Und genau das, erzählt Franzke, hat sein Schwager vor Gericht auch ausgesagt. Und dass die Nazis angefangen hätten und nicht, wie sie selbst behaupteten, die anderen. Dafür ist jetzt der Schwager seinerseits von den Nazis überfallen und zusammengeschlagen worden. Franzke hat ihn, bevor er gestorben ist, in der Klinik besucht. Er würde es immer wieder ganz genauso machen, hat er gesagt. Auch wenn er ja nun vorher wüsste, was käme. Man darf das den Hunden nicht durchgehen lassen, hat er gesagt. Wenn alle immer nur das Maul halten, wird das ganze Land verschweint. Nein sagen, nicht mitmachen, ihnen keinen Schritt entgegenkommen, sich auf nichts einlassen. Keinen Millimeter nachgeben. Berthold, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe eine Wahrheit gesagt. Ich erkläre die Wahrheit für falsch.
habe mir erlaubt, die Berichterstatter unserer Presse zu bitten, an der Sühnestunde teilzunehmen. Ich denke, es ist auch in Ihrem Interesse, Herr Direktor, wenn ein neuer Artikel die Schmach des früheren auslöscht. Ihr Bestes haben. Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir. Sie pflücken gern die Taube, doch höhnen sie dich, ungestalte Rebe, dass du schwankend den Boden und wild umirrest. Du Land des hohen, ernsteren Genius, du Land der Liebe, bin ich der deine schon, oft zürnt ich weinend, dass du immer blöde die eigne Seele leugnest. Doch magst du manches Schöne nicht bergen mir. Oft stand ich, überschauend das holde Grün, den weiten Garten, hoch in deine Lüften, auf hellem Gebirg, und sah dich. An deinen Strömen ging ich und dachte dich, indes die Töne schüchtern wie Nachtigall auf schwanker Weide sang, und still auf dämmerndem Grund die Welle weilte. Und an den Ufern sah ich die Städte blühen, die edlen, wo der Fleiß in der Werkstatt schweigt, die Wissenschaft. Das ist die Stelle. Ein Gespräch, das Kohlhaas mit seiner Frau führt, nachdem das Gericht seine Klage gegen den Junker abgewiesen hat. »Warum willst du dein Haus verkaufen?« rief sie, indem sie mit einer verstörten Gebärde aufstand. Der Rosskamm, in dem er sie sanft an seine Brust drückte, erwiderte, »weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch. Er hat noch gelebt, als wir ihn fanden. Aber ich habe gleich gespürt, dass wir ihn nicht behalten würden. Martin war es, der immer wieder zu den Ärzten sagte, tun Sie etwas, helfen Sie ihm. Ich wusste, dass niemand mehr ihm helfen konnte. Ich bin schuld. Martin hatte seine eigenen Sorgen. Es wäre meine Pflicht gewesen, den Jungen zu bewahren. Martin hat geschrien, geheult, getobt. Bertholds Manuskript gelesen. Immer, immer wieder. Darauf bestanden, verrückterweise, dass es ihm zusammen mit Moltkes Brief in den Sarg gelegt wurde. Dann hat er getrauert, 7 Tage lang. Sich auf den Boden gesetzt, 9 fromme Juden um sich, sich den Anzug eingerissen und das Totengebet gesprochen. Er hat sich verändert. Plötzlich entdecke ich an ihm Eigenschaften, wie Jacques sie hat und die ich an Jacques immer geschätzt habe. Im Geschäft nimmt er jede Demütigung durch Wels ohne Widerspruch hin, kämpft aber um jede Kleinigkeit. Ich liebe ihn. Sehr. Von Bertold sprechen wir nie.
Danke, Richard. Ich gehe noch auf einen Sprung ins Labor. Jacobi ist doch da. Ja, Professor, wie Sie. Leider. Mussten Sie denn heute kommen? Das hat mich meine Frau auch schon gefragt. Ja, ich musste. Des Falles 978 wegen Peter Deikes wegen. Der Junge ist 18 Jahre alt, er hat das Leben noch vor sich. Er war aufgegeben, bevor er zu uns kam. Die erste Operation hat nicht zum Ziel geführt. Vielleicht wird die zweite heute auch nicht zum Ziel führen. Aber es gibt keinen anderen Weg, um ihn zu retten. Sie hätten den Fall auch Dr. Reimers überlassen können. Nein, ich habe mehr Erfahrung. Und ich werde das Risiko letalen Ausgangs nicht erhöhen, nur weil die Herren von der SA heute ihren läppischen Boykott veranstalten. Immer noch nicht klar zu erkennen, ob der Fall 978 noch zweites oder schon drittes Stadium ist. Hoffnungslos? Nicht hoffnungslos. Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! Halten Sie bitte hier, Franzke. Ich gehe das letzte Stück zu Fuß. Das kann heute hier fertig werden, Herr Oppermann. Ich passe schon auf. Bei Juden! Kauf dich bei Juden! Kauf dich bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauf dich bei Juden! Deutsche, wehrt euch! Kauf dich bei Juden! Deutsche, wehrt euch, kauft nicht 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 bei Juden! Das jüdische Geschäft wird boykottiert. Sehen Sie das nicht? Ich bin hier der Chef, wenn Sie gestatten. So. Da sind Sie ja was rechtet. Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! War was Besonderes? Die alte Frau Litzenmeier war da. Sie wollten sie erst nicht reinlassen, aber sie hat gesagt, schon ihre Mutter hätte bei uns gekauft. Und sie hat darauf bestanden, sich das neue Bett für ihr Mädchen gerade heute auszusuchen. Sie hat das Bett gekauft. Als sie wieder rauskam, haben sie ihr die Haare abgeschnitten und ihr einen Stempel aufgedrückt. Ich, Volksverräterin, habe bei Juden gekauft. Ein Stempel? Ja. Sie haben solche Stempel und Stempelkissen immer bei sich. Es sind ordentliche Deutsche, die sich sehr sorgfältig vorbereitet haben. Ist es mit Lischinski? Der Alte hat seinen Mund nicht halten können. Er hat ihnen irgendwas zugerufen, Schweinewanne oder so. Und für sowas und weniger sind andere schon in ihre Kasernen verschleppt und halb totgeschlagen worden. Sehen Sie, Herr Oppermann, nun halten wir heute doch mal Schabbes hier in der Gertraudenstraße. Ich hab's Ihnen immer gesagt.
Stürmen Sie, Herr Professor. Es ist vollkommen sinnlos, dass Sie noch länger hier bleiben. Man kann nicht wissen, was der Bonnemob anstellt. Wenn Sie gehen, kriege ich vielleicht auch den kleinen Jacobi raus. Dass der hier ist, ist der reine Selbstmord. Schön, lieber Reiners. Jetzt haben Sie den Spruch aufgesagt und jetzt kümmern wir uns weiter um den Fall 978. Herr Littler! Ist der hier namentlich aufgeführte Professor Dr. Oppermann Edgar anwesend? Sind Sie Professor Oppermann? Ja. Mit Nummer 14. Sie haben das Krankenhaus sofort zu verlassen. Herr Professor Oppermann hat eben operiert. Es ist wichtig, dass der Patient einige Zeit unter seiner Beobachtung bleibt. Wir haben Befehl, den Mann auf die Straße zu setzen. Wir haben hier die 24 jüdischen Ärzte auszutreiben, auf das Deutschland gereinigt werde. Herr Professor... Schluss! Ich bin in der Hausherr. Was erlauben Sie sich? Was geht hier vor? Nationale Revolution, Herr Professor. Juden raus. Wir haben die 24 Juden hier rauszuschmeißen. Da müssen Sie schon 25 Mann rausschmeißen. Da geht nämlich der alte Lorenz mit. Das können Sie machen, wie Sie wollen, Herr Professor. Wir haben unseren Befehl. Lassen Sie wenigstens Professor Oppermann frei. Ich verbürge mich, dass er das Haus verlässt. Gut, das nehme ich auf meine Kappe. Sie stehen mir dafür ein, Herr Professor, dass der Mann kein Arier mehr anrührt und binnen 20 Minuten aus dem Haus ist. Und jetzt will ich wissen, wer die Schamlosigkeit besessen hat, sich heute von dem Juden Oppermann operieren zu lassen. Jetzt hören Sie aber auf! Sie halten es mal, bis man Sie fragt. Herr Dr. Reimers. Der Patient ist bei Bewusstsein. Aber er hat viel Morphium bekommen. Es ist unmöglich, dass... Den Namen. Ich weiß, wo er liegt. Na also, Nationalsozialist? NS-Studentenbund, Sturmführer. Dann führ uns mal, Kamerad. Du und du, ihr beide kommt mit. Heil Hitler! Hitler! Einer ihrer Lautsprecher war.
Entschuldigen Sie, Oppermann. Sie sind unschuldig, Kollege. Auch gehen. Wollen Sie nicht den Kittel ausziehen? Nee. Den behalte ich an. Wie die anderen. Wann hat Wels Sie entlassen? Vor 2 Wochen, Herr Oppermann. Warum sind Sie nicht gleich zu mir gekommen? Sie hatten schon 3 andere von uns eingestellt, die Wels auch entlassen hatte und die noch länger als ich bei Ihnen waren. Und seit wann sind Sie bei uns? Seit 20 Jahren, Herr Oppermann. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Kinder? 2. Ein Mädchen, das 6 ist, und einen 2-jährigen Jungen. Was haben Sie zuletzt gehabt? 298 netto im Monat. Dazu durchschnittlich 50 Mark an Prämien und Prozenten. Sie können bei mir anfangen, Wolfsohn. Aber es wird nicht von langer Dauer sein. Was werden Sie dann machen? Ich weiß nicht. Wohin soll ich? Nach Palästina? Ohne Geld lassen die Engländer da keinen rein. Ich habe 2647 Mark auf der Sparkasse. Bis man hier alles aufgelöst hat und bis man wegkommt, Passgeschichten, Reisegeld, sind es höchstens noch 2000. Sie verlangen 500 Pfund in Palästina. Das ist 5-mal so viel, wie ich habe. Und nach Frankreich. Ich habe eine gute französische Aussprache. Aber das meiste von dem bisschen aus 3 Jahren Realschule habe ich vergessen. Und wenn ich nur Bonjour, Monsieur sagen kann, werden Sie mich in Paris keine Möbel verkaufen lassen. Dann lasse ich den Herrn Leiter der nationalsozialistischen Betriebszelle bitten. Sie haben den Wolfsohn eingestellt. Guten Abend, Hinkel. Was haben Sie gegen Wolfsohn? Dass er Jude ist. Schon der 4. in 2 Wochen. Ich verlange, dass Sie das sofort rückgängig machen. Wenn Sie Leute brauchen, dann stellen Sie Arier ein. Nur amtliche Stellen, steht da, dürfen in die Betriebsleitung eingreifen, aber nicht die Leiter einzelner nationalsozialistischer Organisationen. Sie täuschen sich über Ihre Befugnisse, Hinkel. Erstens haben Sie, wenn ich in Uniform bin, Herr Hinkel zu mir zu sagen. Zweitens ist die Verordnung bloß für das Ausland bestimmt und die hat mir nichts an. Drittens werde ich über Ihr Verhalten an geeigneter Stelle berichten. Schön. Aber jetzt sehen Sie zu, Herr Hinkel, dass endlich die Sendung an Seligmann und Co. fertig wird.
Herr Brieger sagte mir, es liege ausschließlich an Ihnen, dass Sie gestern noch nicht abgingen. Die Arbeit für den nationalen Aufstieg geht vor. Herr Hitler! Martin Hoppermann? Ja? Was wollen Sie von uns? Von Ihnen gar nichts, meine Dame. Sie ziehen sich an und kommen mit. Sie haben sich Anordnungen der Regierung widersetzt, Oppermann. Nicht, dass ich wüsste. Klasse runter! In diesen Zeiten ist Widerstand gegen die Anordnung des Führers Landesverrat. Ich habe mich den Anordnungen meines Packers Hinkel widersetzt, von dem ja nicht bekannt ist, dass ihm irgendeine amtliche Funktion zugewiesen worden ist. Hoppermann macht Ausflüchte und leugnet. Die Stange an der Wand! Dichter! Der feine Pinkel da! Der Saujut! Noch dichter! Weshalb bist du denn hier? Weiß ich nicht. Jacke. Jude. Ja. Und dann wirst du nicht, weshalb du hier bist. Name? Oppermann. Vorname? Martin. Hosentasche leer machen. Schlips. Hosendreher. Schnürsenkel. So wie wir
Und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich das gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst willen. Es ist der schwerste Entschluss meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe gewagt, weil ich glaubte, dass es sein muss. Ich habe ihn gewagt. Mache Sturm 44-1, das Armand Krüger, Herr Littler. Das nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Jawohl, Sturm. Dann spielt man Esser. Jawohl, ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute uns ungerecht beurteilt und die Millionen uns verblumen, einmal ist duldig worden, dass sie doch hinter uns marschieren werden, dass sie einsehen werden. Sie haben wirklich nur das Beste gewollt. Da könnt ihr was lernen. Millionen fluchen uns. Aber die Stunde wird kommen. Damit es nicht so lange dauert, bis er kommt, seid ihr hier bei uns zur Nachhilfe. Damit er den Weg ins Dritte Reich ein bisschen schneller findet. Ja? Fangt man hier nicht an zu meckern. Ne? Und bei der nächsten Geschichte wisst ihr Bescheid. Da wird also nicht lange gefackelt. Wenn ihr die Schnauze aufreißt, dann gibt's gleich einen drüber. Da wird nicht lange erzählt. Wo ist er? Stillgestanden! Hab ich was von Rühren gesagt? Stillstand! Knie durchgedrückt! Brust raus, Bauch rein! Und die Hände an der Hosennaht! Kapiert? Nicht mal in Ruhe essen, das ist eine Judensau da. Kontersturm 44-1, Scharführer Ernst Hitler. Der Rotsturmführer, verstanden, Heil Hitler, Ende. Wir haben Besuch. Mitkommen. Ich habe mir für Sie eingesetzt, Herr Oppermann. Schließlich waren wir einige Jahre zusammen. Ich glaube, es ist besser, Sie geben nach. Unterschreiben Sie, dass Sie sich den Anordnungen der nationalsozialistischen Betriebszelle fügen und die vier Juden entlassen. Und Sie sind frei. Sie meinen es wahrscheinlich gut, Herr Henkel. Aber hier verhandle ich nicht mit Ihnen. Über geschäftliche Dinge verhandle ich nur in der Gertraudenstraße. Wie Sie wollen. Schritt ein!
sich's überlegt, Obermann. Ja. Dann unterschreiben Sie. Jetzt das noch. Ihre Erklärung, ob Sie gut behandelt worden sind bei uns. Sie sind doch gut behandelt worden. Ja. Dann noch 2 Mark für Unterkunft und Verpflegung. Ist noch was? Grüßen Sie Herrn Welz.